Zum heutigen Internationalen Tag der Bildung fordern die Freiheitlichen Lockerungen der Quarantänevorschriften für Südtirols Bildungseinrichtungen. Die Landesregierung müsse endlich für praxisgerechte Regeln sorgen, die ein rasches Freitesten von symptomlosen Kindern ermöglicht und die Quarantäne ganzer Kindergartengruppen oder Schulklassen verhindern. Der Freiheitliche Andreas Leiter-Rieber. Wir schlagen vor, dass weiterhin fleißig getestet wird, aber eben nur die positiv getesteten Kinder dann auch in die häusliche Isolation gehen. Denn wir müssen den Präsenzunterricht halten und wir haben ja auch das Glück, dass mit Omikron eine Variante vorherrscht, die gerade bei den Nicht-Risikogruppen wie den Kindern zu keinen schweren Verläufen führt. Und deshalb ist hier der Präsenzunterricht vorzuziehen und wie gesagt fleißig testen, aber nicht in Quarantäne schicken.